Hallo und herzlich willkommen. Ihr seht im Hintergrund hier mein Zelt und ich selbst befinde mich im Okavango-Delta in Botswana und ich bin natürlich hier zum Fotografieren unterwegs, zusammen mit Marco, den ihr ja auch schon aus einigen Videos kennt. Und ich möchte euch in diesem Video ein bisschen einen Überblick geben, wie das Ganze hier so abläuft, die tägliche Routine, was bis jetzt unsere Highlights waren und wollte euch zuallererst einmal dieses Camp hier ein bisschen vorstellen. Ich muss dazu sagen, das ist nicht das, was wir ursprünglich gebucht hatten. Wir hatten vom Pangolin Photo Safaris hier 3 Nächte gebucht. Allerdings war das noch geplant als ein Camp, das immer wieder auf- und abgebaut wird an verschiedenen Orten. Einfach um auch ein bisschen die Auswirkungen auf die Natur zu minimieren. War dann aber schlussendlich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr möglich. Jetzt sind wir hier in diesem fix aufgestellten Zeltcamp, was natürlich ein ganz großes Upgrade ist in gewisser Weise. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Das war nämlich nur mein Zelt. Wir kommen hier zu den weiteren Zelten. Einerseits hier einmal die Toilette, Bad, also hat auch jedes Zimmer Zelt, aber trotzdem gibt es hier noch. Dann für uns Fotografen natürlich extrem wichtig, Bildbearbeitung. Das heißt, wir haben hier sozusagen das Editing-Zelt. Ihr seht schon eine Menge Equipment, die hier rumliegt. Es hat Steckdosen, USB, sogar Schweizer Steckdosen. Ich war erstaunt. Also nicht nur Euro, sondern sogar Schweiz. Dann haben wir hier auf dieser Seite noch das Zelt für die Speisen mit einer Bar, mit einem Kühlschrank. Alles, was man halt so braucht. Denn allein von der Fotografie können wir uns ja schlecht ernähren, auch wenn es jede Menge Spaß macht und wir hatten auch schon einige coole Sightings. Und hier eigentlich ein Bereich, den ich noch nicht so genutzt habe, bin aber auch erst seit gestern hier, für den Tee, Kaffee und ein bisschen der Wohnbereich mit einer ganz tollen Aussicht. Das war eigentlich das Wichtigste, wie das hier aufgebaut ist. Und hier vorne hat es noch eine Feuerstelle für das abendliche Lagerfeuer und ganz wichtig natürlich hier, Marco sitzt schon hier und wir werden euch jetzt zusammen so erzählen, wie die ersten beiden oder der erste Tag eigentlich so war. Nun ganz offiziell mit Marco hier. Wir sind gestern Nachmittag angekommen mit so einem kleinen Flugzeug. War für mich noch ein rechtes Erlebnis. Ich war noch nie in einem so kleinen Ding drin. Ich hatte aber auch noch nie so viel Handgepäck dabei und es ging alles gut. Stimmt. Ich glaube, das nächste Passagierflugzeug sollte erst wieder in 3 Tagen kommen bzw. gehen. 2, das ist nämlich, wenn wir zurückgehen. Ja. Das heißt, wir haben den Luxus, dass wir mit einem weiteren Gast vom Pangolin Safari und einem Fotohost natürlich hier sind. Das heißt, wir haben hier ziemlich viel Freiraum. Wir können ziemlich viel auch Wünsche anbringen, wo oder was wir gerne fotografieren würden. Das ist sicher sehr luxuriös. Und ich dachte, wir könnten ein bisschen darüber reden, wie es eigentlich so abgeht bei so einer Safari, jetzt eben auf dem Jeep im Vergleich zu der Bootsafari, die wir ja vorher am Chobe-Fluss hatten. Ja, also du hast es ja jetzt gestern Nachmittag und heute Morgen schon am eigenen Leib erlebt. Du bist eigentlich jetzt ein bisschen spoilt vom Chobe-Nationalpark, wo vieles, ich sage jetzt mal, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn man mit dem Richtigen unterwegs ist, vieles serviert wird quasi ein bisschen, während du dir hier wirklich im Okavango-Delta erarbeiten musst. Also ja. Du hast selber gemerkt, es ist nicht alle 3 Minuten ist was. Teilweise waren wir im Chobe fast überfordert mit 3, 4 Motiven parallel und mussten überlegen, ja, was hat jetzt Prio? Hier ist es wirklich hartes Kämpfen, um etwas zu finden überhaupt, obwohl ja Okavango-Delta absolut tierreich ist, aber es ist auch riesengroß. Weißt du eine Zahl gerade, wie groß es ungefähr ist? Nicht jetzt gerade auswendig. Dann blenden wir das unten irgendwann nachher ein. Ja, und wir sind heute Morgen, glaube ich, 6 Uhr sind wir ziemlich genau losgefahren. Mhm. 5.30 Uhr wurde uns Kaffee hingestellt und ein paar Kekse. Dann sind wir 6 Uhr los, also noch, ich weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten vor Sonnenaufgang. Korrekt. Einmal durchgefahren, ein paar Zebras gesehen auf dem Runway vom Flughafen. Das Erste, aber, was wir gesehen haben. Genau, aber war noch zu dunkel. Und nachher war zuerst mal nichts. Es ging ein bisschen, bis wir irgendwie überhaupt etwas hatten. Und ich war eben noch nie auf so einer Safari. Und der Fahrer ist halt auf diesen Spuren eigentlich gefahren, die er halt schon vorher gemacht hat mit anderen Gästen. Und immer wieder leicht nach links zum auf der rechten Seite schauen, was für Tierspuren er findet. Und da wurden Löwenspuren entdeckt.
Also muss vielleicht sogar noch ausholen. Wir haben, also ich habe es nur einmal kurz gehört, Löwen früh am Morgen. Ja. Unser Fotohost und Fahrer und Guide, die haben das aber anscheinend länger gehört. Die waren anscheinend schon früher wach. Klar, müssen ja auch vorbereiten, während wir noch 15 Minuten ja. schlafen können. Die haben das gehört und wir sind jetzt natürlich den Geräuschen gefolgt und natürlich den Spuren, wie du richtig gesagt hast, was eine tierische Arbeit ist im wahrsten Sinne. Ja, und sie war absolut erfolglos. Wir haben keinen einzigen Löwen gesehen. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe die Fahrt sehr genossen. Ich meine, es war, ist etwas ganz anderes, eben wenn man das nicht gewohnt ist. Mhm. Einfach einmal halt durch die Schwemmflächen, also ihr seht im Hintergrund vielleicht, es hat doch noch ein bisschen Wasser. Du hast gesagt, es ist mhm. nicht vergleichbar mit dem, das ist während dem Winter hier, also den Juni. Ja, Mai, Juni und so hat es hier recht viel Wasser. Da kannst du ja. auch mit Booten teilweise fahren, Mokoros, diesen Holzbooten, mhm. früher mal der Eingeborenen, heute fahren die mittlerweile auch oft Plastik-Kunststoffboote. Ja. Das kannst du mittlerweile schon an den meisten Stellen zu wenig tief. Man würde stecken bleiben, müsste anderen wieder raus, tragen 200 Meter wieder rein, einwassern. Darum ist leider jetzt eine Bootstour für uns nicht ja. möglich. Ja. Aber mit dem Jeep war wirklich auch sehr eindrücklich. Mhm. Wir haben ein paar andere Sachen fotografieren können. Gestern waren es Giraffen, die durch das Wasser, oder eine Giraffe, die durch das Wasser gerannt ist. Das fanden wir beide recht cool mhm. mit den Wasserspritzern. Mhm. Ja, und sonst hatten wir eigentlich hauptsächlich ein paar kleine Vögel, also den afrikanischen, der heißt afrikanischer Wiedehopf, oder? Mhm. Den habe ich das erste Mal fotografieren können. Ich habe im ersten Moment auch gar nicht realisiert, dass es eine andere Art ist. Mhm. So auf den ersten Details, Blick ähnlich. Ja. Noch ein paar weitere Bienenfresser. Anschließend ja, Sonnenuntergang noch ein bisschen fotografiert. Wir mhm. hatten da einen sogenannten Sundowner mit ein paar Drinks, ein bisschen Popcorn, frischer Ananas und so weiter. Und sind dann nachts zurück, haben noch ein bisschen geschaut, ob wir im Taschenlampenlicht sozusagen auf der Rückfahrt etwas mhm. finden. Ja, aber auch nicht extrem erfolgreich. Aber ich glaube, es hat trotzdem ein paar Fotos schon mal gegeben. Ich bin auch gespannt auf heute Nachmittag. Ich fand aber, es gab auch so ein paar Sachen, die nicht ganz easy waren. Gerade vom Jeep aus. Also das Gute war ja, dass wir, im Prinzip hat der Jeep ja vier Reihen, wenn man den Fahrer einmal absieht. Mhm. Und wir haben gerade gesagt, es sind wir zwei, ein weiterer Gast und der Fotohost von Pangolin. Das heißt, jeder hat eine Reihe. Das heißt, man kann wunderbar in beide Richtungen raus fotografieren. Man hat auch genug Material für das Equipment. Man kriegt eine Isolierflasche mit kaltem Wasser. Sehr wichtig mhm. bei den Temperaturen. Natürlich hat der Jeep oben ein Dach, dass man auch ein bisschen kühlen Kopf bewahren kann, sonst ja. wäre das nicht gut. Die Perspektive. Mhm. Du bist das ja eher gewöhnt. Mhm. Ich hatte davor recht Respekt. Mhm. Ich fand aber, es ging besser, als ich gedacht habe. Also ich habe mich dann teilweise einfach ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Mhm, war es ein Sinn vom Wort, kann man sagen. Ja, ja, gelehnt, schon klar, auf den Augenautofokus gehofft. Mhm. Und ich glaube, du hast das ähnlich gemacht, mhm. oder? Ja, du kommst nicht drum herum. Es bleibt ja nichts anderes übrig, wenn du Low-Level-Fotos haben willst, musst du dich runterbücken. Wobei wir natürlich auch die Chance haben, wir sind ja hier auf einer privaten Konzession. Ja. Im Prinzip, also es ist quasi gepachtet, das gehört weiterhin dem Staat, aber es gehört einem Fotografen-Ehepaar, das hier in Botswana sehr, sehr lang, sehr, sehr aktiv war, in diesem Bereich Wildlife, Wilder-Fotografie und eben auch Tierdokumentation auf alle Fälle. Durch das können wir uns hier relativ frei bewegen. Wir haben also auch die Möglichkeiten, aus dem Auto auszusteigen. Und runterzulegen oder hinzuknien. Natürlich nur, wenn es irgendwie übersichtlich ist. Wenn es übersichtlich ist, die Tiere zulassen. Also wenn jetzt ein Löwenrudel 20 Meter neben dem Auto ist, dann werde ich mich tunlichst daran halten, im Auto sitzen zu bleiben. Aber ansonsten können wir uns das leisten, ja. auch mal raus. Das ist das Schöne. Ich heute Morgen einmal kurz gemacht für den Kiebitz zum Beispiel. Ja, ja. Für diese kleinen Vögel muss man runter. Anders gesehen muss man sagen, für Vögel, die in den Bäumen sitzen, ist natürlich dann das Auto wieder super. Denn es hat überall mhm. diese alten, dieses Totholz, das eigentlich rumliegt, mhm. das so zwischen 1 und 1,5 Meter ist, eigentlich perfekte Sitzwarten. Und da hat man natürlich aus dem Auto einen wirklich schönen Hintergrund. Absolut. Man muss nur den Jackpot auch haben, dass ja. wirklich auf dem, der noch was sitzt. Meistens sitzt es dann halt doch wieder woanders. Aber ja, wie du richtig sagst, das Auto hat Vor- und Nachteile. Im ersten Augenblick als Fotograf denkt man, ah, aber du musst dir überlegen, viele, viele, viele der besten Wildlife-Fotografien ever, die Bilder wurden gemacht aus dem Safari-Auto. Es geht. Wichtig ist halt einfach, wenn man schon lange Linsen hat, dass man nicht 10 Meter neben das Tier geht und einen steilen Winkel hat. Genau, und wir sind alle drei eigentlich mit 600 mm ausgerüstet, ja. andere Objektive, aber alle kommen auf 600 mm. Genau. Und das ist sicher auch gut, wenn man da so in der Gruppe ein bisschen harmoniert und nicht jemand mit einer Handykamera, jetzt übertrieben gesagt, oder mit einer Point-and-Shoot dabei ist. Das ist klar, aber die Person hat in der Regel auch nicht dieselben Ansprüche wie wir. Das stimmt. Das muss man dann auch ins Rennen führen. Wenn jemand nur knipsen will,
ist das sein gutes oder ihr gutes Recht, aber dann machen halt wir von weiter zuerst unsere Fotos und wenn man da näher rangeht, dann, ich meine, so findet man sich schon. Ich denke auch, die meisten, hab ich jetzt den Eindruck gehabt, diejenigen, denen es nicht so wichtig ist, das perfekte Foto zu haben, sondern die einfach eine tolle Erinnerung haben möchten, denen spielt dann auch so Sachen wie das Licht nicht so eine Rolle. Nee. Und auch im Gegenteil, mit dem Point and Shoot und so kommt man natürlich auch nicht sehr weit in der Dämmerung, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Das heißt, man findet auch so ein bisschen, kommt man miteinander klar, dass man halt sagt, gut, die erste halbe Stunde, wo wir Sonne haben, ist für uns irgendwie die wichtigste und die letzte halbe Stunde. Während hingegen für die anderen vielleicht der Moment, wo wir einfach zurücklehnen und genießen oder vielleicht noch ein paar Filmchen drehen, der ist ja für andere, der interessanter wird. Also, das ist so, absolut. Ich denke, etwas muss man noch sagen, es ist sicher ein Vorteil, wenn man so eben nur zu dritt unterwegs ist. Der Nachteil ist natürlich auch, dass wir in diesem relativ großen Gebiet hier der einzige Jeep sind momentan. Also wir sind sogar in unserer Lodge, wir haben 8 Zelte, 6 und 2, also in die Richtung 2, in die Richtung 6. Wir brauchen aktuell 2 davon. Genau, vielleicht ist sogar unser Guide noch, Fotohost ist wahrscheinlich noch in einem, aber alle anderen sind leer und im ganzen Gebiet gibt es jetzt hier keine andere Lodge weit und breit. Also du kannst bestätigen, wir haben weder ein Auto gehört noch gesehen noch sonst irgendwas. Nein. Das hat einen Nachteil, aber den kannst du gerne jetzt erklären. Ja, ich möchte es auch nicht vorwegnehmen. Der Nachteil ist einfach natürlich, also ich habe das schon einmal gesagt, meine Angst war immer diese typischen Safari-Schreckensgeschichten, die man hört. Ich glaube hauptsächlich Masai Mara, Serengeti, die wirklich bekannten Spots halt, dass man da praktisch überrannt wird oder überfahren wird von Autos. Und ich habe auch einige Bilder gesehen, gerade kürzlich wieder. Und hier ist es das pure Gegenteil. Sehr schön. Andererseits wissen wir natürlich nicht, was außerhalb von unserem Sicht- und Hörkreis sozusagen vorhergeht. Ich denke, wenn noch ein zweiter Jeep von der Lodge da wäre mit 2, 3 weiteren Gästen, wäre es vielleicht besser. Man könnte dann per Funk sich durchgeben, wie es läuft. Ich denke, 2 Jeeps wären immer noch 2 bis 3 ist ideal eigentlich so. Vorteil und Nachteil. Wir haben unsere Ruhe, wir haben unsere Flexibilität, Freiheit. Wir müssen uns an nichts anpassen. Wir entscheiden es im Dreierteam, was wir wollen. Da wird geschaut, dass das gemacht wird. Aber der Nachteil, den wir wirklich haben, ist, dass die nicht mehrere Guides draußen sind, die per Funk verbunden sind und sich natürlich sagen, hey, ich habe da hinten links, beim Baum XY, da sitzt ein Leopard mit einem Impala, kommt alle her und dann fährt man hin, dann ist man zu dritt. Das ist überhaupt kein Problem. 3 Autos ist no problem at all. Ja. Wenn man überlegt, Masai Mara, sind es teilweise 50, 60 mehr Autos. Ja, lieber keins als 50, muss ich sagen. Ich habe es auch lieber so und es nochmal eine Nummer schwerer, weil ich genieße auch diese ganze Fahrerei und diesen Thrill, dieses Nichtwissen, was kommt. Du hast ein paar Mal jetzt erlebt, um eine Ecke rum, plötzlich 5 Elefanten. Ja. Mit denen hast du nicht gerechnet, oder? Das ist so, das finde ich eigentlich noch den Nervenkitzel ein bisschen und den großen Unterschied zum Joby Nationalpark, der halt dichter gepackt ist an Tieren. Vor allem jetzt für rein den klassischen Birder ist das natürlich ein absolutes Paradies, oder? Während du dir es hier wirklich, wirklich hart erarbeiten musst. Okay, die Tiere sind auch scheuer, haben wir auch festgestellt, das ist so. Man kommt immer noch ran, aber der Konverter, der ist sogar beim 600, der ab und zu schon nützlich, muss man sagen. Ja, vor allem bei den Vögeln natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ist so, ja. Ja gut, ich denke, das war es einmal für einen kurzen Einblick hier zu unserem Camp, falls man dem noch Camp nennen kann. Ja, das ist so Glamping, Luxus-Camping. Ja. Eben, wir haben uns nicht so gebucht und ausgesucht. Haben wir nicht, wir hatten Glück. Man kann sich auch nicht groß beklagen. Abonniert unbedingt auch Marcos Kanal, falls ihr das jetzt auf meinem Kanal seht, dieses Video. Gerne, wir werden sicher noch mehrere Videos über diese Afrika-Reise machen, auch ein bisschen über verschiedene Bildstile, Bildbearbeitung. Also wir planen da wirklich etwas zu machen. Nicht nur euch die schöne Natur zu zeigen, sondern auch fotografisch, dass ihr etwas dazu lernen könnt, denke ich. Also wir sehen uns sicher bald wieder. Definitiv. Tschüss. Tschüss, Minant.